Sempre erst mal passieren, dass in derzeit 70 Wochen über die gesamte Laufzeit beträgt, hat die Durchsprache 101.748,48 Euro. Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert, Voraussetzung für die Bewilligung der Teilnehmer damit in weiterer Folge die aufsichtswürdige Genehmigung des Amtsstämmigen Landesregierungsabteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte um Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Punkt D. Stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Hochwasserschutzmaßnahmen in der Höhe 400.000 Laufzeit 15 Jahre in der Billigsbühne gebaut BSK gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 3-Monats-Euro vor in der Höhe von 0,34% zu gleich Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basierend auf dem derzeitigen Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt laut Übungsplan 410.491,91 Euro. Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung für die Bewilligung der Darlehensabnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsfällige Genehmigung des Amtes der Steirischen Landesgemeinabteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte zeigen nur Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Punkt E. Sanierung Wohnhaus am Mühlbach 23. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat mit ausgeschriebenen Darlehenssanierung Wohnhaus am Mühlbach 23 in der Höhe von 270.000 Laufzeit 14 Jahre eine Billigsbieter, die Barock BSK gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 390 Euro in der Höhe von 0,34% vergeben. Die Gesamtbelastung basiert auf dem Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt laut Bildungsplan 276.608,77 Euro. Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung für die Bewilligung der Teilnehmerabnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsförmige Genehmigung durch das Amt der Steirischen Landesregierungsabteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte zeigen Sie Zustimmung. Ja? Weil ich habe gesagt, kommt LWGS, was denn das ist vielleicht? Wenn man ja, dann macht das. Geht nicht. Die Regeln kennen wir das Ganze, dass die miteinander, also wie das ja eigentlich, aber das funktioniert so nicht. Na, weil man das probiert. Ich weiß ja, haben wir probiert, ist nicht gegangen. Aus, dass die Tilgung nicht, das Darlehen gar nicht von der Gemeinde abgelehnt wird. Sind damit jetzt alle einverstanden? Gegenstimme? Enthaltungen? Danke. Auch der Punkt ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8a, Darlehensvergabe, nur 8a, Darlehensvergabe für die Marktgemeinde Wieburg-Ort zum Infrastruktur- und Entwicklungsgeld, Breitbandausbau. Gibt es dazu irgendeine Frage, Anmerkung? Ja, das, die Gemeinde erwartet sich ja Geschäft dann, oder? Ist das, dann das ist, eine, das ist zum ja, Beispiel eine langfristige Investition, ja. Das heißt irgendjemand von uns, ich schalte die Jüngeren an, im Gemeinderat, der wird sich da wahrscheinlich in realistischerweise 10, 20 Jahren darüber freuen, dass eine Einnahmequelle ist, die vielleicht dann schon abbezahlt ist. Jetzt ist es eine Investition in die Zukunft, in den Komfort der des Internets. Ich glaube, es ist eine notwendige Investition, wenn wir in die Zukunft blicken, und es ist vor allem auch in deinem Sinne jetzt eine Umweltinvestition, weil umso mehr in der Erde liegt, umso weniger Handystrahlung wird es geben. Für alle, die das glauben, für alle, die es nicht glauben, ist es auch nicht da. Aber ja, nein, weil es auch oft wegen dem 5G und das ist ein Blödsinn. Das gibt es nicht. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine wichtige, zukunftssichere Investition, weil es wird nicht weniger werden, der Datenverkehr, und wenn wir es jetzt mitmachen, dann können wir es sukzessive ausbauen bei Grabungsarbeiten und haben keine doppelten Kosten und eine doppelte Arbeit vor allem. Wir werden natürlich ein paar Stücke in den nächsten Jahren auch schließen müssen, damit es weitergeht, die quasi nicht direkt jetzt mit einer Baumaßnahme mitgehen, aber wir werden das so weit wie es möglich ist versuchen und das Ganze in einem ausgeglichenen Verhältnis zu finanziellen Aufwand und Nutzen machen. Und was die nächste große Herausforderung ist, ist natürlich, wo es noch keine Vorlage gibt, quasi diesen Vertrag mit dem Betreiber, der das für uns dann betreibt, weil das wollen wir als Gemeinde ja nicht selber machen, damit wir da irgendwann einmal auch in eine Gewinnphase eintreten. Gut, gibt es uns noch eine Frage? Wie viel Prozent des Ortsgebietes können wir damit abdecken? Mit es ist alles, wir haben das alles berechnen lassen auf das gesamte Ortsgebiet. Das heißt, schon auf den neuen Flächenwidmungsplan hin und einen dadurch entstehenden Vollbebauung hochgerechnet, hat uns die Breitbandgesellschaft des Landes Steiermarks ausgerechnet, welche Kabelstränge brauchen wir wo. Und dort, wo sie hineingelegt werden, werden sie auch digital gleich vermessen. Das ist ein großer Kostenfaktor, damit man auch weiß, wo liegt was drinnen. Und das heißt, wir können dann theoretisch jetzt von der Anbindung her, von der Hauptstation, alle Haushalte könnten wir versorgen, sobald das echte Internet, sagen wir jetzt einmal, da ist, würde eine Glasfaser für jeden Haushalt, das ist der große Unterschied zu allen anderen Anbietern, da komme ich nicht zu einem A-Run und dann geht es weiter mit einem,
mit einem Kupferkabel, sondern das ist wirklich echte Glasfaser für jeden Haushalt hochgerechnet. Wie schnell wir und wann wir bei jedem Haushalt sind, das ist das, was leben wird. Vorbereitet ist es einmal für alle und jetzt am Anfang werden die, die schon dran liegen, anbinden können und irgendwann einmal wird es weiter wachsen und wir werden überall hinkommen. Wenn es einer ganz dringend braucht, dann müssen wir nur dort schauen, dass wir dort vielleicht schneller in die Nähe kommen. Das wird sich zeigen. Gibt es sonst noch eine Frage? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Breitbandausbau für die Marktgemeinde Lieburg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG in der Höhe von 190.000 Euro Laufzeit 10 Jahre an den Billigstbieter die Bauwerk BSK gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 3-Monats-Oberchor in der Höhe von 0,34% vergeben. Die Gesamtbelastung über die gesamte Laufzeit beträgt auf Bildungsplan 193.322,08 Euro. Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung für die Bewilligung der Darlehensaufnahme ist im Weiteren die Aufsichtsbehörde Genehmigungsamt der Steinischen Landesregierung Abteilung 7. Wenn man damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen ist auch einstimmig. Tagesordnungspunkt B ist jetzt die Wirtschaftsübernahme von der Gemeinde an die KG. Da gibt es ein paar Fragen dazu. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge für die Darlehensaufnahme der Marktgemeinde Lieburg Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG in der Höhe von 190.000 Euro die Bürgschaftsübernahme der Marktgemeinde Lieburg gemäß § 1357 ABGB bewiesen. Voraussetzung für die Bewilligung der Bürgschaftsübernahme ist in weiterer Folge die aufsichtsbehördliche Genehmigung des Amtes der Steinbergischen Landesregierung Abteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Verordnung gemäß § 43 Absatz 2 Gemeindevertragung. So genau. Danke, ja, liebe Marie. Ja, danke nochmal. Bei dieser Verordnung haben wir im Vorstand auch vorbesprochen, geht es nur darum, dass sich durch die neue Gemeindeordnung, die Übertragungsverordnung, die wir immer hatten, an den neuen Paragraphen und an die neue Gemeindeordnung angepasst werden muss. Das heißt, es ist ein reiner juristischer Formalakt und der Gemeindebund hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir das zu tun haben. Gibt es dazu eine Anmerkung, oder ist das in den Fraktionen besprochen worden? Passt, dann stelle ich den Antrag. Der Gemeinderat möge die vorliegende Verordnung gemäß § 43 Absatz 2 Steinbergische Gemeindeordnung vollinhaltlich beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Einstimmen. Muss ich das unterschreiben? Da kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10. Bebauungsplan 18, Teilgebiet 1, Industriegebiet Süd, wurde im Bauausschuss sehr ausführlich behandelt und erörtert. Ich habe dann zwei Einwendungen von der Abteilung 13 und von der Abteilung. Auf jeden Fall zwei Einwendungen, die, ich sage mal, nicht wirklich Substanz haben. Gibt dazu Diskussionsbedarf? Wenn dem nicht so ist, dann komme ich zum Punkt A. Und ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Behandlungsvorschlag beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig. Und zum Tagesordnungspunkt. War da ein bisschen nach, falsch. Dann stelle ich die zweite Einwendungsbehandlung, natürlich müssen wir zuerst auch noch beschließen, oder Punkt A, ich stelle den ein. Antrag der Gemeinderat möge auch den zweiten Behandlungsvorschlag beschließen. Ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Und Punkt B. Stelle den Antrag der Gemeinderat möge den vorliegenden Bebauungsplan 18 Teilgebiet 1 Industriegebiet Süd vollinhaltlich beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich auch um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Ist auch einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Vereinbarung über die Verlängerung des Bistmobils. Ah, da. Die Mappe ist heute zu dick. So.
Das war auch bei den Unterlagen, die haben es durchbesprochen, gibt es dazu Fragen, sonst sparen wir die ganze, es geht immer ein halbes Jahr, dass das der Gemeinderat verlängern muss. Wir sind immer noch unter den Top 3 Gemeinden, was gebucht ist. Gibt es irgendeine andere Frage zu Innsbruck? Also, ich stelle und das stößt nicht nur auf Gegenwind. Es gibt auch viel Kritik. Es gibt viel Kritik, die teilweise also unter haben. Die Top 3 sind wir jetzt auch gut aufgenommen. Genau, wobei 70% davon der Schulbus ist. Ja, aber du musst sagen, ein Schulbus, der hat uns vorher fast das gleiche gekostet, wie wir nur einen Schulbus gehabt haben. Also, ja. Also für uns ist es auf jeden Fall ein Gewinn, eine gute Sache und für alle anderen Gemeinden, die müssen sich selber darüber klar werden. Ich glaube, dass wenn wir ein Steiermark-einheitliches System haben, und dafür kämpfe ich weiter, dass wir das irgendwann einmal in den Verbund hineinbringen, genauso wie ich dafür kämpfen werde weiter, dass wir irgendwann einmal die Zonen ausweiten, weil es kann auch nicht sein, dass die Bahnhöfe weiter draußen leer sind und wir bauen gar keine Weitparkplätze. Aber das ist Zukunftsmusik, wir müssen jetzt was für den öffentlichen Verkehr tun. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Vertrag über die Verlängerung des Vertrages vom 20.03.2017 zwischen der Firma Istmobil GmbH und der Marke Medellino in der vorliegenden Form zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Gott? Gegenstimmen. Gegenstimmen, ja. Eine Gegenstimme. Du bist nicht zufrieden. Nein. Das wird mir da. Jetzt selber aus. Bei mir ist mehr. Gut. Dann kommen wir, also mehrheitlich beschlossen, danke. Ja, das ist gut. 12. Sitzungsplan für das Kalenderjahr. Wir haben im Vorstand diskutiert und haben gesagt, aufgrund der Gemeinderatswahl einigen wir uns auf zwei Termine. Im ersten Quartal auf den Dienstag, den 10.03., damit wir mittendrin eine Gemeinderatssitzung im ersten Quartal haben. Und die zweite Sitzung ist voraussichtlich der Termin für die konstituierende Sitzung nach der Wahl, nach den vorliegenden Zeitläufen, wenn es keine Einschulung gibt, nach der Rechtskraft durch die Gemeinderatswahl. Und das wäre dann automatisch der 21.04. Und das ist in allen Fraktionen, glaube ich, so diskutiert worden. Gibt es dazu auch Anmerkungen? Und wir haben gesagt, wir werden dann in einer Vorstandssitzung vor der konstituierenden Sitzung uns über die nächsten Termine klar werden. Es ist in der konstituierenden Sitzung allerdings rechtlich, weil das genau vorgegeben ist, wie die abzulaufen hat, nicht möglich, den Sitzungsplan zu beschließen. Aber wir werden dann einfach ziemlich bald drauf noch eine Gemeinderatssitzung machen, in der wir dann den restlichen Sitzungsplan für das Jahr beschließen. Und es war sowohl von FPÖ und SPÖ der Wunsch da, dass man in Zukunft immer statt 4-6 Sitzungen im Jahr fix, wenn ich das richtig zusammenfasse, schon im Vorfeld vereinbaren. Und daraufhin werden wir uns dann auch einigen nach der Gemeinderatswahl, wie auch immer, wir dann da sitzen werden. Gut. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, dass wir diese beiden Sitzungstermine beschließen, wobei der Termin der konstituierenden Sitzung vorbehaltlich des entsprechenden Zeitenlaufs bezüglich der Rechtskraft der Gemeinderatswahlen beschlossen wird. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen.